Da bin ich wieder. So, also, wo waren wir gerade genau? Wir waren beim Pakete verschicken. So, das heißt, wenn die auf Koffein rausch ist, dann tut sie über, frankiert sie auf Stufe 2. Und ja, wir kriegen ein bisschen Knit. Nein, nicht, da kannst du die Coupons geben. Jetzt machen wir sie noch ein bisschen schläfrig. Wie entspannt sie auf einmal ist. Was passiert denn jetzt? Ich glaube, es soll jetzt auch ein bisschen weniger ruckeln. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Oh, die arme Katze. Ach, gerade und gerade noch ein Frankierung Briefmärchen drauf. Gescannt. Fehler, das Paket ist einfach unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Ich glaube, Errungenschaft freigeschaltet, unterfrankiert. Toll. Ich glaube, wenn die Katze schläft, ist das irgendwie schlecht. Wecken wir sie mal wieder aus. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. So, ich werde die jetzt mal auf Stufe 2 wiederbringen. Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Oh ja, Rufus, das solltest du tun. Kann ich dir noch einen Kaffee geben? Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Schade. So, wir kriegen die auf Frankierung Stufe 2. Wie könnte ich die jetzt auf Frankierung Stufe 3 kriegen? Kann ich hier noch irgendwas verwenden? Nö. Ich glaube, oben müssen wir auch noch irgendwas machen. Wünschelrute. Weißt du, irgendwie kommen mir gerade die Eingebung mit Wünschelrute. Ich weiß nicht wieso. Was macht denn der Schrank überhaupt? Kann ich da was reinstellen? Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So bekloppt, wie die gucken. Ja, so bekloppt. Kann ich den Vogel reinstellen? Das würde dem Papagei wahrscheinlich gefallen. Kann er aber vergessen. Nee, wir tun hier keine Gefallen. Lachgas. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So bekloppt, wie die gucken. Die gucken aber wirklich bekloppt. Doch mal Wünschelrute probieren. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So bekloppt, wie die gucken. Das war eine Eingebung mit dem Schuss in den Ofen. Nein! Bleib da. Wir haben Luftballons. Ein Trichter? Mikrofon. Ich glaube, das brauchen wir später noch zum Funken. Aber hier, glaube ich, brauchen wir das nicht. Kann ich ein Narkotikum reinstellen? Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. So bekloppt, wie die gucken. Und wir haben hier noch Markierungen. Ich glaube, das sind die Frankierungsstufen. Leicht, mittel, schwer. Aber was ich damit jetzt gerade ändern kann, hey, kann der mir noch irgendwas sagen? Hallo. Ja, was gibt's? Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Ja, genau. Der kann mir irgendwie nicht helfen. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Das mit dem Erdmagnetfeld klingt ja schon gut, aber irgendwie bekam vor, wir hatten mal einen Magneten. Jetzt anscheinend nicht mehr. Obwohl, wenn mir jetzt gerade so auffällt, im Zimmer vom Bürgermeister war doch irgendwas mit dem Erdmagnetfeld, oder? Wo war denn das? Es war doch da drinnen. Kann ich das nochmal aufmachen? Oder kann ich mit... Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Verändert das jetzt... Ah, ein Kissen.
Ah, Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Also von Ihnen, der Vater, hat er eindeutig zu wenig zu tun. Die Idee hätte von mir sein können. Aber vielleicht können wir das jetzt da oben in den Kasten reinstecken. Vielleicht. Lotti, wir sind auf Mission. Auf den Horchposten. Wir müssen horchen. Vielleicht passiert da noch irgendwas und wir werden das nicht erhorchen. Erdmagnetfeld, los. Boah. Es wirkt aber größer, als es... ist größer, als man gedacht hat. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Wir haben jetzt... Ich glaube, das ist schon nach denen gerichtet. Kleine Taube, mittlere Taube, große Taube. Das ist genau die Anordnung. Können wir das jetzt irgendwie... Oh je. Kommt ein Rätsel. Bin ich ja gar nicht gut drin. Ach, wir können... Nein. Wir können eh nur zwei Felder drehen. Also da und da sind auf jeden Fall immer die Punkte bleiben. Das heißt, ich könnte jetzt mal so umstellen. Jetzt wäre das da die schwere, das die mittlere und das die kleine. Frage ist, wieso lässt sich das nicht vernünftig drehen? Ach, das kann ich doch drehen. Hä? Jetzt die noch immer mittel. Ach, man kann nur die Knöpfe... die Punkte drehen, glaube ich. Wenn ich jetzt da den Knopf reinsetze. Nein, doch, doch, geht doch. So, jetzt bin ich wieder am Anfang, toll. Da den Knopf rein. Sind alle Mittel. Was passiert, wenn ich das... Nein, nicht überspringen. Bin ich jetzt wahnsinnig. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Sind alle Mittel. Mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt ein Paket verschicke. Das war jetzt Frankierungsstufe 2 mit der mittleren... Nein, nicht reden. Mit der mittleren Frankierungsstufe. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine. Das kennen wir schon. Zumindest die Adresse überspringe ich jetzt. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Adresse so. Verifiziert. Was? Versand, das dauert mir zu lange. Initiiert. Die überfleißige Katze. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. So, was startet jetzt für eine Taube? Eigentlich müssten da jetzt alle drei Tauben starten, oder? Interessant. Warte, jetzt will ich das nochmal ändern. Die Frage ist, wie man auf Frankierungsstufe 3 kommt, wenn die jetzt schon voll drauf ist und trotzdem noch nicht ist. So, jetzt habe ich mal... umgestellt. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Willst du versuchen, ob da jetzt was anderes rauskommt? Nein, nicht die Wartenummer. Die Coupons. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Schleck ab, Schleck ab. Schneller. Mehr als drei Frankierungen bekomme ich ja nicht zusammen.
Fehler, Fehler. Das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knick, knick. He, he, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Mal schauen, was jetzt passiert. Okay, startet immer die. Hä? Was war denn das jetzt? Hä? Ist jetzt abgestürzt? War es jetzt richtig so? Keine Ahnung. Hä? Ich bin jetzt überfordert. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerannt. Ich wusste zwar, dass ich die irgendwie zum Absturz bringen muss, aber ich war mir sicher, dass ich das jetzt irgendwie noch komplett falsch war. Ja. Mal schauen, ob die irgendwo gelandet ist. Ach, geh ein bisschen schneller. Die Frage ist, wo ist die Taube jetzt? Abgestürzt. Wenn das denn richtig war. War das jetzt richtig? Keine Ahnung. Wo könnte die denn abgestürzt sein? Ich komme hier ja nirgendwo hin. Vielleicht da? Nö. Ich glaube nicht. Nein, die liegt doch nicht. Die liegt doch bestimmt nicht hier oben, oder? Mal gucken. Nee. Hier ist mal nichts gelandet. Oder? Nö. Gibt's nicht mal viel. Sie ist schon mal abgestürzt, aber ich glaube, das bringt mir noch gar nichts. Außer. Nein. Rausgehen kann ich da ja nicht. Oh, ist das kompliziert. Nochmal zur Poststelle. Vielleicht muss ich auf den Horchposten rauf. Da kann ich ja nichts machen. Ist die jetzt wieder da? Ist wieder da. Ach! Ich glaube, wann mal. Wenn ich jetzt mal sage, ich will hier drei Punkte reinhaben. Dann wechseln die Position. Ach, so ist das. Okay. Das heißt, im mittleren Posten, wer sie abstürzen will, muss im mittleren Posten die kleine Taube drin sein. So hatten wir das gerade. Fürs leichte Paket. Es macht ja keinen großen Sinn, wenn ich da jetzt die kleine Taube reinsetze. Hm. Knifflig. Wenn ich da jetzt alle drei Punkte reinkriege. Jetzt nur mal so angenommen. Wie auch immer das funktionieren soll. Ach so. Jetzt haben wir da unten die dicke, da die mittlere, da die kleine. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht. Aber was? Wenn ich jetzt nochmal ein mittleres Paket verschicke. Ich habe hier diese Ich überspringe das jetzt mal, weil sonst wird das zu lange. Ach, die Katze kann man einfach lassen. Wie die mit dem Auge zuckt. Frankierung wird gescannt. Ja, kennen wir schon. Du mit deiner Knickerfolie. Das Paketeauffüllung so. Mit Knickerfolie startet. Ein bisschen überspringen, weil sonst dauert das zu lange. Ein mittelschweres Paket wird verschickt. So, und Taube jetzt müsste die dicke Taube wegfliegen, oder? Taubenverschlag wird gestartet. Brrr.
okay, die hat kein Problem damit. Aber was ich mir gerade frage ist... Fehler. Ah. Dann halt nicht. Kann die Katze irgendwie dreckig machen? Irgendwie beschmutzen. Habe ich noch irgendwas damit? Ich glaube, das grenzt schon an Tierquälerei, oder? Ich quäle keine Tiere ja. Und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. War klar. Aber irgendwie muss man doch auf Frankierungsstufe 3 kommen. Ist doch die große Taube komplett sinnlos. Ich mir denke, vielleicht kann man ja eine zweite Katze da reinsetzen. Dass die dann doppelt gemoppelt sind. Aber wie kriege ich die jetzt dreckig? Oder so. Damit der seine Ersatzkatzen rausholt. Warte nochmal.